Der Sommer ist fast da und mit diesem verändert sich natürlich unser Bedürfnis nach Pflegeprodukten und Make-up-Produkten, die den Hitze- und Klimaeinflüssen standhalten. Und deswegen habe ich für euch 10, ich glaube, es sind sogar 11 geworden, Produkte, die ich euch von ganzem Herzen jetzt aus der Drogerie empfehlen kann, die euch das Ganze so ein bisschen einfacher machen. Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wie eben schon angekündigt, habe ich heute ein paar Produkte, die ihr vielleicht noch nicht kennt, die euch aber den Sommer ein bisschen einfacher und schöner machen können. Und ich dachte mir so, naja, im Moment, bei mir verändert sich viel, ich bin viel draußen, ich habe gestern sogar einen Sonnenbrand bekommen auf den Knien, im Gesicht nicht, aber auf den Knien. Und ich dachte mir, ich zeige euch einfach mal so ein paar Produkte, die wirklich richtig, richtig schön sind, die toll duften, die ein schönes Feeling auf die Haut geben. Und vielleicht habt ihr auch das ein oder andere Favorite-Produkt. Dann schreibt das gerne in die Kommentare. Ich würde mich da riesig drüber freuen. Und wir starten auch direkt mit dem ersten. Das ist etwas aus dem letzten Jahr, was ich jetzt wieder rausgeholt habe. Ich kann mir vorstellen, dass es das so oder so ähnlich dieses Jahr auch wieder geben wird. Das ist von Gliss-Kur, die Summer Repair Express Repair Spülung mit sommerlichem Duft. Es riecht wie so eine typische Gliss-Kur. Ich finde, Gliss-Kur hat einen sehr speziellen Duft und auch der ist hier drin. Er riecht sehr sommerlich, Tatsache, so ein bisschen frisch, ein bisschen pudrig, aber auch blumig, aber nicht so doll. Also das ist kein Haarparfum, sondern das ist wirklich wie so eine Spülung. Die soll sommerstrapaziertes Haar durch Sonne, Strand und Pool schützen. Mag ich sehr, sehr gerne. Man braucht nicht viel. Ich meine, ich habe diese Menge, die ihr da jetzt gerade seht, erst im letzten Jahr verbraucht. Also das ist nicht viel. Ich habe natürlich auch nicht so viele lange Haare auf dem Kopf, aber das ist eine gute Sache. Einfach um ein bisschen Feuchtigkeit wieder zurück in die Haare zu geben. Kleiner lebensrettender Tipp. Wenn ihr eine Glisskur benutzt, dann tut es am besten über dem Waschbecken oder über der Badewanne oder Dusche. Ihr legt euch auf die Nase. Sobald Gliss-Kur, ich weiß nicht warum, auf den Boden kommt, du liegst. Sehr, 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 sehr gut. Kann man mal immer so ein bisschen in die Haare sprühen, einfach um ein bisschen Feuchtigkeit zurück in die Haare zu bringen. Ich habe noch das Gegenstück dazu. Und zwar ist das recht neu von Isana. Das Soft Waves Salzspray mit Pflegevitamin-Definition ohne zu verkleben für alle Haartypen. Ganz, ganz wichtig, nur in die Längen, nicht an die Kopfhaut, weil das doch schon sehr, sehr austrocknet, wie ich finde. Die Kopfhaut zumindest bei den Längen einfach so ein bisschen reicht völlig aus, um so ein bisschen Grip reinzukriegen. Vielleicht habt ihr einen Dyson, vielleicht habt ihr es auch schon bei Instagram gesehen. Ich habe eine Dyson-Alternative euch dort gezeigt. Für 60 Euro, glaube ich, von Amazon funktioniert fast genauso gut, kostet halt aber ein Zehntel. Einfach um so ein bisschen Grip in die Haare zu kriegen, wenn ihr Probleme mit flachem Haar habt. Auch die Kombination aus beiden funktioniert sehr gut. Ich habe ja recht feines, recht dünnes, recht sizilianisches Haar über 30 gefühlt. Und das ist natürlich ein bisschen dünner, als es vielleicht noch vor 6 Jahren war. Und so kriegst du einfach ein bisschen Grip rein, ohne dass du viele, viele Styling-Produkte wie Gel und Volumenpuder benutzen musst. Kommen wir zum ersten Make-up-Produkt und das ist ein Blush, den ich sehr, sehr gerne mag. Der ist von Trended Up und der ist auch neu. Das ist die Farbe 075, hergestellt in Italien mit Glow-Effekt. Der sieht in der Kamera, finde ich, ein bisschen subtiler aus, als er eigentlich ist. Der geht in eine sehr schöne Pfirsich-Aprikot-Richtung und ich weiß gar nicht, woran es liegt. Vielleicht könnt ihr es mir biologisch oder psychisch erklären, warum es so ist, dass man im Sommer oder sobald es wärmer wird und oder wir sind nicht im Sommer, wir sind im Frühjahr, ihr wisst, was ich meine, die Farben, die man haben möchte, einfach frischer sind. Wahrscheinlich liegt es einfach daran, dass wir so lange im Grau gelebt haben und jetzt endlich wieder Farbe zulassen wollen. Und ich finde das eine schöne Sache und dem sollte man auch sehr, sehr nachgehen, weil es Tatsache, und das ist mir aufgefallen, ich bin ein absoluter Stimmungsmensch. Sobald es draußen düster und moody ist, ne, so regnerisch, so herbstlich, winterlich, so November in Berlin. Wenn ihr schon mal im November in Berlin wart, dann wisst ihr, wie furchtbar es sein kann. Du wirst traurig. Du wirst einfach wirklich traurig. Und Farbe bringt das Ganze wieder so ein bisschen zum Leuchten. Deswegen liebe ich auch im Winter eher bunte Looks und im Sommer eher reduzierter. Sehr, sehr schöner Blush. Ich finde, die Beschreibung Glow-Effekt ist so ein bisschen irreführend, weil da jetzt keine groben Glitzerpartikel drin sind. Aber den kannst du richtig schön auftragen und hast einen
einen frischen Look. Also das ist nicht ein leuchtendes Orange oder ein leuchtendes Pink. Ich finde, das war letztes Jahr total im Trend. Dieses Jahr geht es wirklich wieder so ein bisschen in die reduzierte Richtung. Der ist gut pigmentiert, du kannst ihn aber eigentlich nicht zu viel nutzen, so dass es dann eventuell unschön aussieht. Sehr erwachsene Farbe, wie ich finde, funktioniert bei vielen, vielen Hautfarben. Und ist einfach günstig, ne? Also das ist ja das Schöne an der Drogerie. Man kann viele, viele Sachen günstig kaufen. Eine Sache, wo ich mich selbst über mich und meine Einschränkungen ärgere. Ich hatte euch ja neulich von diesem furchtbaren Sonnenschutz von Hawaiian Tropic erzählt. Und der war so teuer. Ich glaube, der hat sogar 24 Euro oder 19 Euro gekostet. Und das, also 25 Euro für einen Lichtschutzfaktor in der Drogerie ist schon viel. Und wenn er dann auch noch... Es tut mir leid, SC, HEISZE ist, dann tut mir das weh. Und normalerweise, also bei DM kannst du eh immer umtauschen, soweit ich weiß, auch wenn die Sachen geöffnet sind. Ich glaube, es liegt einfach daran, dass ich nicht einfach so random in die Drogerie gehen kann und dann auch noch etwas umtauschen. Ne? Ich kann ja nicht einfach mal eben so in die Drogerie gehen und ein Produkt umtauschen oder kaufen oder... Ich muss da ja immer so ein bisschen vorsichtig sein. Deswegen, normalerweise hätte ich das zurückgebracht. Ich habe meiner Mutter schon gesagt, vielleicht funktioniert er bei ihr an den Beinen oder so. Bei mir funktioniert er nicht mal an den Beinen, weil ich einfach haarige Beine habe. Und dann ist das eine Katastrophe. Ganz, 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 ganz schlimm. Das Schöne in der Drogerie ist, bei 3 Euro für einen Blush, wenn er dir nicht gefällt, dann nimmst du ihn als Lidschatten. Und wenn er dir gar nicht gefällt, dann gibst du ihn deiner Oma. Oder deiner Mutter, deiner Schwester oder deinem Bruder. Schöner, sehr, sehr schöner Blush. Ich finde, er passt auch gut zu so einem leichten Tan-Look. Ich habe Tatsache, und man mag es kaum glauben, heute keine Foundation benutzt. Keine. Nur Bronzer und nur Concealer und jetzt halt den Blush für die Base. Keine BB-Cream, nichts, gar nichts. Und ich muss sagen, es sieht gar nicht so schlecht aus. Sieht so ein bisschen beachy aus. Ein bisschen wie so ein sizilianischer Gigolo. Vor allem hier mit den drei Brusthaaren da. Apropos Foundation. Ich habe etwas, was ich neulich erst neu gekauft habe. Einmal die BB C Magique BB-Cream von L'Oreal. Ich kriege gefühlt unter jedes Video eine Nachricht, hey Maxim, kannst du BB-Creams testen? Ich kenne mich mit BB-Creams ehrlich gesagt nicht aus. Die ist sehr, sehr gut. Die ist, ich liebe den Duft und ich liebe das Finish. Also das ist wirklich nur eine leichte, leichte, leichte Deckkraft. Nutzen wir die Chance ganz kurz und ich rede kurz über BB-Creams. Die von L'Oreal ist sehr, sehr gut, die hält gut, die hat eine richtig schöne Feuchtigkeit, die sie drin hat und auch über den Tag so ein bisschen abgibt. Sie hat einen Lichtschutzfaktor von 20, das, ne, wissen wir, ist Quatsch. Aber diese hier ist auch sehr, sehr gut. Die ist aber so ein bisschen Color Correcting. Die ist erst grün, die passt sich dann so ein bisschen dem Hautton an, geht aber eher in die warme Richtung. Beide zusammen funktionieren aber auch sehr gut. The Gloria Skincare, die GG Cream, sieht man im Moment vermehrt auf Instagram, funktioniert bei mir gar nicht. Leider gar nicht, also ganz, ganz schlimm bei mir. Sieht einfach aus wie so eine, es sieht aus wie... Spachtelmasse bei mir und sie passt sich auch nicht an, sie lässt sich nicht ebenmäßig verteilen. Es ist aber auch, muss ich dazu sagen, eher ein medizinisch angehauchtes Produkt, die so ein bisschen Akne reduzieren soll. Ist halt auch nicht meine Haut, dann kann ich auch nicht von ihr erwarten, dass sie funktioniert. Also die BB C Magique Creme ist sehr, sehr gut. Schöne Farbe, schöne natürliche Deckkraft mag ich sehr, sehr gerne. Ein Produkt, und da werden sich die Geister so ein bisschen scheiden, ist das hier. Das hatte ich euch neulich erst in einem Haul gezeigt. Das ist L'Oreal Man Expert. Power Age mit Hyaluronserum. Hyaluronsäure. Serum mit Mehrfachwirkung. Mildert sichtbar Falten und Linien, festigt die Haut langanhaltend. Feuchtigkeitszufuhr für ein frisches Hautgefühl und ebenmäßigeren Teint. Ich muss sagen, ich mag ja diese herberen männlichen Düfte sehr, 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 sehr gerne. Ich finde, das ist immer was sehr Schönes. 98% der Community sind weiblich, aber vielleicht mögt ihr sowas auch. Das riecht sehr, sehr männlich, aber das hat wirklich diesen krassen feuchtigkeitsspendenden Effekt. Es ist sehr, sehr leicht. Und das ist das Schöne bei Produkten für Männer, die oder für Männer entwickelt wurden, weil Männer natürlich, sie wollen nicht schmierig sein, sie wollen nicht fettend aussehen, sie wollen ein bisschen mattiert sein, sie wollen nicht, dass es so cool, dass man sieht, dass man es benutzt hat. Und das ist sehr, sehr gut. Es zieht super schnell ein. Ich habe wirklich das Gefühl, dass die Hautoberfläche ein bisschen gestrafft wird, optisch auch schon zumindest. Und es ist so ein leichter mattierender Effekt. Also nicht so, vielleicht erinnert ihr euch, es gab mal dieses Produkt hier. Ich weiß gerade nicht, wie es heißt. Ich blende es euch ein. Das war vor vielen, vielen Jahren beliebt und ich habe es geliebt. Vielleicht gibt es es sogar noch, dann müsste ich das eigentlich mal wiederholen. Ein tolles, tolles Produkt. Das ist ähnlich wie das hier. Nur hier ist wirklich nochmal so ein bisschen
mehr Feuchtigkeit drin und funktioniert unter Make-up grandios. Wenn ihr wirklich sagt, okay, ihr habt kein Problem mit dem Duft, ihr habt kein Problem damit, dass es halt nicht glowy ist und ihr wollt einfach nur mal so ein bisschen Feuchtigkeit, ein bisschen Straffung, sehr, 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 sehr gut. Ebenso wie die Augencreme. Das Vitamin C Serum, bin ich ehrlich, was ich von Garnier gekauft hatte, ist nicht so meins. Wir bleiben kurz bei einem Pflegeprodukt und da muss ich sagen, so sehr mich Jean and Len oder Jean and Len enttäuscht hat in Sachen Make-up, hat mich dieses trockene Pflegeöl massiv überzeugt. Das ist das Kokos-Sandelholz-Pflegeöl. Die Verpackung ist wirklich, wirklich günstig. Das ist ganz, 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 ganz dünnes Plastik, fühlt sich auch sehr, sehr leicht in der Hand an. Aber erstmal, der Duft ist einmalig. Das ist eine. Ich möchte gerne genauso riechen. Also, ich habe ja schon oft gesagt, ich würde so gerne ein Parfum rausbringen. Mehrere. Ich habe so viele Samples hier an Produkten, die ich als Parfum haben möchte. Sandelholz, du riechst Kokosnuss, ein bisschen Sonnencreme kommt durch. Ein ganz eher schon fast betörend, aber nicht negativ konnotiert, sondern betörend im Sinne von, du fühlst dich richtig, richtig wohl. Und du hast nicht dieses Schmierige auf der Haut. Was ich damit immer mache, ist, im Moment, ne, haben wir neulich schon drüber gesprochen, ich mache wieder den Seestern, ziehe mich aus, creme mich ein, dann lasse ich die Hautpflegecreme einziehen, ist eine Mixercreme und im Anschluss gehe ich dann mit diesem Pflegeöl rüber. Du hast A, so einen leichten Schein auf den Beinen, funktioniert auch mit Haaren auf den Beinen und auf der Brust. Wenn ihr keine Haare habt, umso besser für das Produkt. Es hat einen sehr, sehr leichten Schutz, also die Pflege darunter kann natürlich gut einziehen. Die Haut ist sehr geschmeidig und sie riecht sehr gut. Und das kann ich mir im Sommer halt wirklich gut vorstellen. Du brauchst nicht viel, es zieht wirklich auch schnell ein. Und ich habe das Gefühl, dass mein Juckreiz an den Beinen dadurch auch deutlich besser geworden ist. Also das ist jetzt schon, ihr seht das, ne, wie viel ich schon verbraucht habe, weil ich, jeden Abend benutze ich das gerade. Das ist jetzt schon ein Favorit für das zweite Quartal. Vielleicht sogar schon fürs dritte. Mal gucken. Also ganz, ganz große Empfehlung. Ein weiteres Produkt, was ich euch gerne nochmal ans Herz legen würde, ist von Rival de Loup. Da haben wir ja jetzt lange nichts mehr von gehört, außer bei Limited Editions. Das ist aber ein Produkt, was es mittlerweile im Standardsortiment gibt. Hier haben wir das Pro-Kollagen-Powder. Mattiert die Haut, verleiht einen natürlichen Teint. Das gab es vormals in einer Limited Edition, ist mittlerweile aber ins Standardsortiment eingezogen. Und das ist das Setting Powder, welches die Haut mattiert und gleichmäßig einen natürlich frischen Teint verleiht. Hier ist Kaolin, also Tonerde, mit drin und Shea Butter. Und das sorgt dafür, dass das Make-up nicht trocken aussieht, aber mattiert. Also Tonerde ist immer wirklich sehr, sehr gut, wenn ihr zu sehr fettender Haut neigt. Aber ihr sie nicht austrocknen wollt. Das ist etwas, was ich oft sehe, dass viele immer denken, okay, wenn ich fettende Haut habe, muss ich sie mattieren. Es kann auch ein Zeichen dafür sein, dass deine Haut zu trocken ist und übermäßig Talg produzieren muss, damit sie sich selbst regeneriert. Und dafür nehme ich mir einfach immer so einen Dreieckspinsel. Der ist jetzt von Letizia. Geh da rein und du kannst unter den Augen so ein bisschen verteilen. Es zeichnet die Haut auch weich. Es hält Tatsache, wie ich finde, auch ein bisschen auf, ohne dass es das Make-up beschwert. Das ist etwas, was mir immer sehr wichtig ist, gerade wenn wir jetzt über die warme Jahreszeit reden. Ein Produkt, was ich wirklich gerne benutze und was man auch gut und gerne mal in die Handtasche mit reinpacken kann. Einfach für unterwegs. Packt ihr euch entweder ein großes Microfiber Multitool ein oder, falls ihr sie noch habt, die kleinen Microfiber Multitools, kannst da reingehen und ein bisschen auf der Haut verteilen. Ich habe noch was für die Lippen und das ist von Art Deco. Ich bin ja ein großer Art Deco Fan geworden und finde es wundervoll, dass sie in der Drogerie angekommen sind. Das ist ein Hot Chili Lip Booster in der Farbe. Bei Art Deco muss ich sagen, das ist immer ein bisschen doof mit der Farbe. 6. Der hat so eine leichte Pfirsich-Aprikotfarbene Färbung, goldene Schimmerpartikel mit drin. Und das Füßchen, das ist, üblicherweise mag ich diese ganz, ganz fipseligen Füßchen bei Lipgloss nicht. Aber wenn du ein Produkt hast, was du sehr präzise auftragen möchtest, ist es gut. Einfach hier und hier auf die Lippen. Die Farbe ist sehr subtil und das muss ich sagen, es ist nicht so scharf. Es schmeckt ein bisschen wie ein Pfefferminz-Kaugummi. Die Lippen sehen richtig schön versorgt aus mit Feuchtigkeit. Sie sind voll. Es zieht keine Fäden und es brennt dir nicht deinen ganzen Mund weg. Und das ist etwas, was ich bei diesen Hot-Chili-Dingern immer so ein bisschen problematisch sehe. Wie beispielsweise Too-Faced Lip-Injection-Dinger. Das ist eine Zumutung, dass so ein Produkt überhaupt zugelassen wird. Das ist eine.
Wir haben noch einen Lichtschutzfaktor und ihr wisst es, ich rave im Moment über Lichtschutzfaktor, Lichtschutzfaktor, Lichtschutzfaktor. Und ich mache auch im Moment viele Videos zum Thema Lichtschutzfaktor, weil ich einfach weiß, okay, es ist ein wichtiges Thema und das ist so genial. Ich sehe bereits die Veränderung. Die Haut erneuert sich ungefähr alle 28 Tage und wenn du 28 Tage lang in der Sonne warst, dann ist deine Haut mitgenommen. Aber wenn du deiner Haut 28 Tage Zeit gibst, sich nicht Licht- und Umwelteinflüssen aussetzen zu lassen, du siehst den Unterschied. Die Haut ist feiner, die Haut ist ebenmäßiger und in Kombination mit Vitamin C sowieso. L'Oréal Paris Revitalift Clinical Lichtschutzfaktor 50 plus Anti-UV-Fluid ist ja, jetzt im direkten Vergleich ähnlich, aber nicht gleich wie das von La Roche-Posay. La Roche-Posay gehört auch zu L'Oréal, deswegen ist rechte Tasche, linke Tasche. Das ist noch mal ein bisschen feiner. Das ist aber einfach im Preis-Leistungs-Verhältnis wirklich sehr, 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 sehr gut. In der Drogerie habe ich mittlerweile die vierte Flasche, habe ich euch schon x-beliebige Male gezeigt. Grandios. Passend dazu ein anderes Produkt von Hawaiian Tropic, welches ich euch am Samstag bei Instagram gezeigt habe. Nur mal kurz in der Story. Das ist ein Mineral Translucent Sun Protecting Powder. Das kommt einmal in dieser Verpackung. Du kannst es abziehen und dann hast du hier einen Pinsel drin. Und hier unten ist Puder. Das ist Zinkpuder, Zinkoxid. Und das gebe ich Tatsache zwischendurch, wenn ich draußen bin. Ich habe in jeder Tasche so ein Ding. Gerade hier auf die Nase, unter die Augen, über die Augen für so ein kleines Fresh-Up. Wenn du ein bisschen öliger geworden bist, funktioniert doch übrigens ohne Make-up sehr gut. Das ist natürlich, ist mir bewusst, nicht dasselbe wie die Reapplikation von einem Lichtschutzfaktor komplett Full Face, aber es ist besser als nichts. Das muss man auch immer dazu sagen. Das ist ein gutes Produkt. Hawaiian Tropic ist aus derselben Reihe wie dieses schreckliche Produkt. Ne? Und das ist etwas, was ich euch hiermit ans Herz legen kann. Wenn ihr etwas findet in der Drogerie, was euch nicht gefallen hat, straft nicht die ganze Marke ab. Nicht jedes Produkt funktioniert für jede und jeden. Und das ist für mich etwas, was ich sehr, sehr gerne diesen Sommer benutzen werde. Irgendwann merkst du nur so, oh, jetzt könnte es ein bisschen warm werden im Gesicht. Nimmst du hier, zack, einfach ein bisschen rüber. Ich habe auch eins von Supergoop gekauft. Kostet 40 Euro, ist es nicht wert. Und das macht genau dasselbe. Und zu guter Letzt auch nochmal ein Setting Spray. Ist hier keine bezahlte Werbung. Ich weiß nicht, ob mein Code noch gilt. YT-Maxim bei Asam, das Make-up Fixing Spray. Habe ich aber auch schon bei Rossmann in der Theke gesehen. Kostet 9,99 Euro. Mit meinem Code ist es ein bisschen günstiger. Das ist ein 1 zu 1,5 Dupe zu dem von Charlotte Tilbury. Das macht es halt sehr glowy. Das nicht, aber das sorgt wirklich dafür, dass das Make-up fixiert wird. Und selbst wenn euch die Textur des Sprays nicht gefallen sollte, was mich stark wundern würde, kauft es euch trotzdem wegen des Pumpkopfes. Ein sehr feiner Nebel, der niemals dieses fettige Gefühl auf der Haut hinterlässt. Das Make-up hält lange frisch und sieht lange schön aus. Und ich würde es gerne hier einfach nochmal mit reingenommen haben, weil ich es wirklich jeden Tag benutze. Ihr seht es mittlerweile auch schon, es ist gut schon verbraucht. Und ich werde es nachkaufen. Ich werde es wirklich nachkaufen, vor allen Dingen im Sommer. Im Winter bin ich bei Art Deco, im Sommer ist das eine gute Sache. Jetzt bin ich aber gespannt, welche Produkte ihr und mir der Community diesen Sommer ans Herz legen könnt. Ich würde mich riesig freuen, wenn ihr eure Favoriten in die Kommentare schreibt. Falls ihr das nicht tun wollt, kommentiert einfach irgendeinen random Emoji. Und der lustigste Emoji gewinnt was. Ihr süßen Mäuse, schön, dass ihr mit dabei wart. Wir sehen uns hier am Freitag wieder. Passt auf euch auf, cremt euch immer schön ein und wir sehen uns ganz bald wieder. Tschüss!